Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Junischke und meine Tochter, die Marie, wird euch jetzt was über ihr Yuppie-Aquarium erzählen. Bitte schön, Marie. Also, wie gesagt, ich will jetzt mein Guppy-Aquarium euch vorstellen und ich glaube, wir fangen dann mal an. Also, hier habe ich Guppies drin und halt. Hier habe ich auch noch einen Flusskrebs drin, der sitzt da unten. Und ja, meine Guppies haben auch alle Namen. Und das gehört halt mir, das Aquarium. Und hier unten, geh mal mit der Kamera daran, da sind auch ganz kleine Guppies. Die haben nämlich Nachwuchs bekommen. Und ja, der Krebs heißt Frieda. Es ist ein Weibchen. Und ich habe hier auch zwei Welse drin. Da sieht man einen. Und der andere ist irgendwo unter der Wurzel. Und ich habe hier auch Schnecken drin. Die sieht man jetzt auch nicht, die sind ganz klein. Und hier unten, hier habe ich zwei Regale für meine Futtersachen und so drin. Und hier an der Seite habe ich halt auch noch mal was. Halt Taschenlampen, wenn ich abends noch mal was schauen muss, weil das geht abends hier das Licht aus. Und da habe ich halt auch zwei Kecher hier. Und da ist auch eine Brutbox. Und da ist so ein bisschen Dekoration. Hier sind Kois drauf auf der Wand. Und ja, ich wollte euch auch mal eine Fütterung hier zeigen, weil einfach, ich möchte euch die einfach mal zeigen. Also der Krebs, der Flusskrebs, die Frieda, die kriegt hier solche Körnchen, jeden Tag halt ein Stück. Jetzt mache ich hier die Klappe auf und das kann man hier einfach so reinwerfen. Dann geht das unter. Und dann habe ich hier noch Guppifutter. Das ist für die großen Guppies. Und noch Baby-Guppifutter. Das ist für die kleinen. Und hier habe ich in beiden Dingern so etwas hier drin. Und die großen Guppies, die bekommen halt hier so eine Spitze. Und die gebe ich gleich den. Die kriegen das gleichzeitig, weil die großen Guppies essen dann den kleinen Guppies das kleine Futter weg. Und halt die Kleinen, die kriegen hier so eine Spitze, eine ganz kleine. Und jetzt gebe ich denen das. Und dann schüttle ich das noch ab. Und dann schwimmt das so rum. Und dann gehen die sofort daran. Ja, und jetzt mache ich das wieder hier rein, zu und halt wieder hier hin. Ja, und ihr seht, selbst die Guppies, die sind so fressverrückt wie die Koi, nur alles ein paar Dimensionen kleiner. Ja, das war's von... Also, oder auch nicht. Und hier ist noch ein Wels, den sieht man jetzt gut.
Wollen wir den Wels auch noch schnell zeigen? Da unten ist er. Im Übrigen, der ist jetzt seit ungefähr 6 Wochen hier drin und in den 6 Wochen hat er sich schon verdreifacht. Also der scheint hier auch wirklich genug Futter zu finden. Da seht ihr nochmal die Frieda, das ist unser Flusskrebs. Ja, und so ist das hier ein ganz süßes kleines Aquarium. Und irgendwo ist hier bei uns die Aquariumsucht ausgebrochen, weil mittlerweile haben wir, ja, ich habe 2 im Keller, mein Sohn hat 1, meine Tochter hat jetzt das hier und jetzt kriegen wir noch einen NanoCube für meine Frau, weil es macht einfach total viel Spaß und man hat eben auch eine Beschäftigung, wenn im Winter das Wetter oder jetzt im Herbst das Wetter so öselig ist. Man kann schön mit Wasser und mit Fischen ein bisschen rummatschen. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Robert Jungnischke.